Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Minister, Kolleginnen und Kollegen. Lieber Stefan Scheinach, du solltest ein bisschen an deinem Hörvermögen arbeiten. Der Herr Vizekanzler hat gesagt, 800 Menschen mehr. Vielleicht ist dieses mehr aber untergegangen, das kann ja sein. Also daher sage ich dir jetzt auch fürs Protokoll, er hat gesagt, um 800 Menschen mehr als im Vorjahr sind gelaufen. Wenn man deinen Ausführungen lauscht, Herr Kollege, dann würde ich vorschlagen, wir gehen zur Vierfelderwirtschaft wieder zurück. Weil das ist die einzige Variante, die dann eine Option wäre, wenn wir schauen wollen, dass die kleinen Bauern nicht unter die Räder kommen. Selbstverständlich muss man schauen, dass die kleinen Bauern nicht unter die Räder kommen. Also es ist jetzt nicht alles falsch, was du sagst, aber so wie du es darstellst, endet es in einer Vierfelderwirtschaft. Und das ist in einer globalisierten Welt, vor allem des Handels, unmöglich. Das geht einfach nicht. Wir schauen auch auf unsere kleinen Bauern. Wir schauen vor allem auf unsere Bergbauern, die ja nicht nur in Bezug auf Ernte, sondern auf Landschaftspflege etc. wirklich Hervorragendes leisten. Und die Länder Südamerikas, das wissen wir ja, haben ja jahrzehntelange Kämpfe hinter sich. In Kolumbien, in Peru, in Ecuador, das ja, wo es ja auch darum geht, dass Ecuador beitritt, wo sich linke und rechte Guerillas auf Kosten der Bevölkerung Gefechte geliefert haben, mit tausenden Toten, mit Folter, mit Gewalt etc. Ja? Und aktuell, wir hoffen halt, dass es besser wird. Und es gibt ja auch eben diese Klausel der Menschenrechte, der Umweltstandards, die einzuhalten sind. Und man kann ein Abkommen, wenn es partout nicht erfüllt wird, auch wieder kündigen. Man kann aus dem auch wieder aussteigen. Also so gesehen gibt es natürlich Sanktionsmöglichkeiten sehr wohl. Aber wir haben aktuell eine Katastrophenlage zum Beispiel in Venezuela. Interessanterweise völlig unerwähnt gelassen von dir. Vielleicht, weil dort der Sozialist regiert. Ich meine, jetzt nur eine Vermutung. Aber Venezuela, das verfolgen wir jetzt seit Monaten, welche dramatischen Geschehnisse sich dort abspielen. Die Bevölkerung hat nichts mehr zu essen. Und weil sie nichts mehr zu essen hat, hat dieser sagenhafte sozialistische Präsident auch noch alle Hilfstransporte behindert und verhindert, dass die Bevölkerung über andere Wege etwas zu essen bekommt. Die Wasserversorgung ist aufgrund des Stromausfalls gekappt. Man kann in Venezuela einen Kanister Wasser um 100 Dollar kaufen, weil der Schwarzmarkt natürlich dort blüht. Das Monatseinkommen, das Mindesteinkommen in Venezuela sind 6 Dollar. Kann man sich ausrechnen, was das heißt, ein Kanister Wasser, und man weiß auch, wie lang der hält, für wie viele Köpfe, weil da geht es ja nicht nur um Essen bereiten, sondern auch um die Hygiene. Also unbeschreiblich. Und die Krankenversorgung ist natürlich auch nicht mehr gewährleistet, weil auch die Aggregate aufgrund von Energie nicht mehr funktionieren. Vielleicht hättest du auch dazu ein Wort verlieren können, denn der rechtmäßig gewählte Parlamentspräsident, der dann entmachtet worden ist und wo jetzt auch die EU gesagt hat, wir anerkennen ihn als Interimspräsidenten, bis freie und faire Wahlen endlich gewährleistet sind, die ja vorher nicht stattgefunden haben, glaube ich, wäre schon auch ein Wort des Abscheus, weil da seid ihr ja heute konditioniert drauf, wert gewesen. Aber da kommt genau gar nichts. Ich glaube, dass diese Handelsübereinkommen, auch wenn sie old-fashioned nach deiner Meinung sind, durchaus sinnvoll sind. Wir müssen den Staaten dort schon auch die Gelegenheit geben, ihre Waren einerseits zu verkaufen. In Handelsübereinkommen werden eben gewisse Abkommen getroffen, die das Leben dort, die Standards, letzten Endes auch die Politik im Positiven verändern sollen.
Also seien wir jetzt einmal nicht so pessimistisch, sind wir mal zur Abwechslung ein bisschen positiv gestimmt und sagen, ja, wir stimmen diesem Handelsübereinkommen jetzt zu. Sollte sich das alles als nicht eingehalten werdend herausstellen, ja, dann wird man sich das nochmal anschauen und dann muss man auch was tun. Und das wird auch geschehen.